bin 16 geworden am 21.02.2003 und da, also in meinem Heim, wo ich 8 Jahre lang war, da bin ich rausgeflogen, weil ich mich die letzte Zeit scheiße verhalten habe, weil man quasi mich zu den ganz Kleinen gesteckt hat und mich dann halt nicht beachtet hat. Und dadurch bin ich halt so geworden, wie ich jetzt bin. Ich meine, ich habe einen ganz, ganz guten Charakter. Spreche öfter Leute an, die Hilfe brauchen und so. Ich bin auch einer selber, der seinen letzten Cent für andere ausgibt. Und deshalb fragt man halt auch immer häufiger wieder nach Geld. Weil man auch, ich meine, ich würde mir von dem Geld jetzt Essen kaufen. Aber es gibt Leute, die fragen nach Geld, weil sie Marihuana brauchen. Ich meine, ich rauche auch Marihuana. Habe ich auch gerade vor 20 Minuten noch gemacht. Und ich kaufe mir das quasi nicht. Ich hole das von Freunden, weil ich das Geld nicht dafür riskieren will. Klar, man fühlt sich dadurch dann besser, aber man hat einfach nicht das Geld, um jeden Tag 4 Gramm zu rauchen. Nimmst du noch andere Drogen? Nö. Ja, ich habe mal versucht, also Alice, nein, warte, was ist das? Ecstasy, davon habe ich 2 Tabletten genommen und dann bin ich quasi nicht umgekippt, aber ich bin quasi im Krankenhaus gelandet. Weil ich dann halt auch schon eine Überdosis nach 2 Tabletten gehabt habe. Wie kommt es, dass du im Heim warst? Im Heim bin ich seit meinem 8. Lebensjahr und davor war ich 4 Jahre in einer Pflegefamilie und 1 Jahr in einer anderen, wo die Säuglinge hinkommen, weil ich Gelbsucht hatte seit meinem Tag, bei dem ich auf der Welt war halt. Ja. Und das hat sich bis in mein 3. Lebensjahr hingezogen. Und deine Eltern, was ist mit denen? Meine Mutter wohnt im Umkreis von Osnabrück, mit der pflege ich noch guten Kontakt, aber selten in Kontakt. Ich sehe sie 2 Stunden alle 2 Monate, alle 4 bis 8 Wochen. Ne, wieso wohnst du nicht bei ihr? Ja, weil sie früher viel Stress mit meinem Vater gehabt hat und deswegen immer, wenn sie mir ins Gesicht schaut, sieht sie quasi direkt meinen Vater, weil ich einfach genau das Ebenbild von ihm bin. Ja, schwierige Lebenssituation hast du, ne? Ja. Kann ich dir noch irgendwie gleich helfen? Hast du Hunger? Musst du irgendwo hinfahren vielleicht? Ja, ich muss nach Belm gebracht werden, weil mein Bus kommt nicht mehr. Und ich brauche vielleicht 10, 15 Euro so. Okay, und Essen willst du auch? Hast du Hunger? Ja. Gehen wir gleich hin. McDonald's. Wie kommt das, dass du jetzt Drogen nimmst? Willst du damit nicht aufhören? Du bist ja noch. Ja, ich finde es selber nicht okay. Ich meine, ich würde auch niemals wieder Chemie anpacken. Ich habe da einmal 2 Tabletten von genommen. Das war zu viel des Guten, deswegen würde ich niemals wieder Chemie anrühren. Vor Chemie halte ich mich fern. Von Marihuana komme ich eher runter und. Was ist das? Chemie? Mich, also Chemie ist Ecstasy, Chemie LSD und sowas alles. Ja, und das habe ich einmal ausprobiert und habe es direkt gelassen, weil es einfach scheiße für den Körper ist. Und dein Vater, wo ist der? Mein Vater kenne ich nicht. Deswegen war ich auch so oft in Pflegefamilien, damit ich quasi einen Vaterersatz habe. Hm. Und dann wurde das schlimmer, dann bin ich nicht mehr regelmäßig in die Schule gegangen. Dann habe ich nur noch verweigert und bin abgehauen, manchmal auch tagelang. Und ja, was soll man sagen? Ich habe viel erlebt, viel Stress gehabt, viel gute Zeiten, aber die meisten Zeiten waren sowieso nur stressig für mich. Entweder wenn ich umgezogen bin und da ganz neu war, das ist 2-mal in kurzer Zeit passiert. Da habe ich auch aus der ersten Inobhutnahme bin ich auch direkt rausgeflogen, weil ich einfach zu viel Stress hatte. Kennst du viele junge Leute in deinem jungen Alter, die solche Probleme haben? Nicht viele, aber bestimmt 5, 6. Ja? Ja. Krass. Ja, aber die sind meistens auch 16, 17. Einer davon ist 18 oder 2. Einer ist 19, einer ist 18. Du hast gesagt, du hattest auch schon mal gute Zeiten gehabt. Erzähl mal was ja, davon. Ja, bei meinen Pflegeeltern. Da waren wir jedes Jahr 3-mal im Urlaub und hatten auch sehr viel Spaß miteinander. Wie alt warst du da? Da war ich 7. Und dann haben die dich abgegeben? Ja, mit 8, wo ich nicht mehr regelmäßig in die Schule gegangen bin, weil es da einfach so stressig war. In der Schule war es so stressig? Ja. Warum? Weil die haben gesagt, die nehme ich nur, wenn ich ein gutes Schulkind bin. Ich meine, mit denen pflege ich auch jetzt noch sehr guten Kontakt, auch wenn ich 16 schon bin. Aber mit denen pflege ich immer noch sehr guten Kontakt.
Hast du irgendwelche Ziele für die Zukunft, irgendwie eigene Wohnung oder Ausbildung ja, oder was weiß ja, ich? Ja. Ich habe ein paar Computer in Hamburg, ein paar in der Niederlande. Ich meine, Ausbildung habe ich vor kurzem mal angefangen, die habe ich aber pensioniert quasi, also aufgeschoben, dass ich die weitermachen kann, weil ich dann einfach viel zu viele andere Probleme hatte. Was hast mit du dem Umzug für und so und quasi Stress mit, jeden Tag Stress mit den Betreuern gehabt, deswegen bin ich auch auf eigene Faust, habe mich da nicht mehr gemeldet quasi. Ich will mich da auch garantiert nicht mehr melden, weil ich da einfach, da fühle ich mich nicht wohl. Das ist quasi wie in meinem Heim, wo ich 8 Jahre lang war. Wenn du jetzt eine Ausbildung machen würdest, was ja, war das jetzt erstmal für eine Ausbildung, das die du war eine, hast? So Hausbau, Maurer, Zimmermann, so ein Werk. Also, Maurer. Maurer, Zimmermann. Hat dir das gefallen? Ja. Willst du sowas wieder tun? Ja. Ausbildungsplatz habe ich schon. Und wann willst du da weitermachen? Ja. Wann denn? Wenn ich quasi jetzt, ich komme vielleicht nächsten Monat ins verselbstständigte Wohnen, da habe ich quasi einen Platz für mich ganz alleine, wie ich das einrichten kann, wie ich will. Und fühle mich da auch wohl, dann würde ich auch wieder zur Arbeit gehen und zur Schule. Hast du einen Betreuer oder Ansprechpartner, der für die paar Sachen irgendwie managt oder so? Ja, aber da ich ja jetzt nicht mehr in der Wohngruppe mich blicken lasse, kriege ich auch kein Geld mehr. Ja, kann ich dir da irgendwie mit Collections weiterhelfen? Wollen wir irgendwo hinfahren oder so? Einen Betreuer aufsuchen oder sonst was? Nein. Ich will mich da nicht blicken lassen, nie wieder. Ja, irgendwo anders vielleicht. Du kannst jetzt ja nicht irgendwie die Straße leben in deinen 16 Jahren. Das mache ich schon fünf Tage lang. Das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich immer wieder zu Kumpels gehe. Ich meine, klar, ich war auch schon 2 Nächte davon, habe ich in der Sparkasse gepennt, weil die keine Zeit hatten. Aber sonst, ich gehe gleich auch wieder zu einem Kumpel. Und wo wir hinfahren? Bellen. In Bellen. Ja. Okay. Und den Richard kennst du gut? Ja. Ja. Dem habe ich auch schon so unendliche Male mit 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 2 Euro Stück, manchmal auch 3, 4 Stück, 8 Euro. Habe ich dem auch immer gegeben, weil er es einfach braucht. Mhm. Ich meine, wo ich noch in der Gruppe war, da habe ich auch an fast jeden besoffenen Alki, der am Boden lag, habe ich Geld gegeben. Weil die es brauchen, die Menschen. Ich meine, ich gebe sogar, wenn ich Gras rauchen will, gebe ich sogar meinen letzten Joint ab. Damit meine Kumpels was haben quasi. Weil ich kann mir jeden Tag was besorgen von meinen Kumpels. Da, wie gesagt, dafür bezahle ich auch kein Geld, weil ich für so einen Scheiß kein Geld bezahle. Ich meine, ich bin sowieso knapp mit dem Geld und dann bin ich wenigstens froh, dass ich das irgendwie anders kriegen kann. Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich meine, scheiß Situation, aber glücklich bin ich. Dass ich quasi jeden Tag andere Gesichter um mich rum habe und dass ich nicht immer nur die gleichen Gesichter sehen müssen, die mich einfach nur ärgern und so. Sowas mag ich nicht. Möchtest du deine Situation nicht ändern? Doch, weil wenn ich ins Verselbstständigungsbereich komme. Kann ich dir noch was helfen? Nee, eigentlich nicht. Wohnung brauchst du ja, ne? Ja. Also du wohnst in Osnabrück, hättest du gerne eine Wohnung ja. In Osnabrück? Ja. Also falls jemand dich jetzt sieht, der eine Wohnung hat oder dir damit helfen kann, soll er eben in die Kommentare bitte schreiben, dann kann man da vielleicht ja. Was machen, ne? Ja, aber ich muss halt da sein, wo man mich quasi nicht kennt. Also, wo ich meinen Namen nicht angeben muss und so. Weil ich hasse es, wenn dann jeden zweiten Tag die Polizei kommt und mich da wieder abholt. Weil das ist schon einmal passiert, wo ich die Wohnung von einem Kumpel übernommen habe. Warum holen die dich ab? Ja, weil ich noch, eigentlich mit 16 darf ich noch nicht alleine leben. Ach so, okay. Aber wie man sieht, ich kann's ja. Ich komme gut klar. Ich meine, ich habe nicht viel Geld. Ich kaufe mir nur das Nötigste immer. Ja, dann lass uns doch ein Heim für die Kinder aussuchen erstmal. Also eine Wohnung wäre schon besser. Ja, wenn man es noch nicht darf, dann würde ich dir eher ein Heim empfehlen, oder? Ja. Hast du Lust, wenn wir da hinfahren? Aber ja, irgendwann mal ja. Ja, wenn du willst, können wir das noch diese Woche machen. Ja. Okay? Ja. Gut. Und möchtest du den jungen Leuten, die dich zuschauen, die vielleicht auch 15 oder 16 Jahre alt sind, ihnen ein Tipp geben? Auch wenn es einem scheiße geht. Irgendwann kommt eine bessere Zeit und das sollte man sich merken. Ich meine, ich habe es schon vergessen, weil ich es einfach nicht einsehe. Aber jeder andere kann sich die Zeit noch vorstellen, in der es besser wird. Und deshalb sage ich euch,
dass wenn ihr es besser haben wollt, dann müsst ihr dafür was tun. Ich habe dafür alles getan und habe es immer noch nicht besser. Also ich bin auch eine Ausnahme. Also macht es einfach besser als ich. Dann seid ihr auch zufrieden. Ja, danke fürs Interview. Jo. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Lass mal essen gehen. Jo. Wie war dein Spitzname? Mara.